sehr herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen heute eine Fortbildung im Rahmen unserer Dialogakademie vorstellen. Wir haben uns ja vorgenommen, marginalisierte Themen aufzugreifen, also Themen der Gerontopsychiatrie, die bislang wenig verfolgt, beforscht oder unterrichtet worden sind. Und dazu gehören Persönlichkeitsstörungen ganz gewiss. Bei Persönlichkeitsstörungen handelt es sich um sogenannte körperlich nicht begründbare Psychosen. Das heißt also, die Menschen verändern sich in der Art, wie sie Dinge wahrnehmen, wie sie denken, wie sie ihre Gefühle so zum Ausdruck bringen und welches Verhalten sie an den Tag legen, vor allen Dingen im Sozialkontakten, ohne dass dem nun erkennbare hirnorganische Veränderungen zugrunde liegen. Und Menschen, die so Persönlichkeitsveränderungen oder Störungen haben, die wirken oft im Kontakt unangenehm, auffällig, zornig, querulatorisch. So man hat das Gefühl, der Kontakt ist immer schwierig, es ist immer angestrengt und man hat schon so eine Vorahnung, bevor man in den Kontakt geht, das ist so was Unangenehmes. Ja, und in Konflikten eskaliert das auch sehr schnell. Ja, weil solche Fähigkeiten wie Dinge zu relativieren oder die Position des anderen einzunehmen oder nachzuspüren, wie es dem anderen gehen mag, genau dies ist oft bei vielen Persönlichkeitsstörungen nicht möglich. Ja, im Alter, so vermutet man, gibt es eine Störung lebenslang entwickelter Strukturen, mit sich und anderen Menschen und seiner Umgebung umzugehen. Also sowas wie latent vorhandene Persönlichkeitsstörungen, die sich allmählich zuspitzen, die schlimmer werden, die so schneller zur Eskalation führen. Und so ein paar Stichworte dazu ist sowas wie mangelnde kognitive Differenziertheit, stereotypes Denken oder Polarisierungen, also so ein stärkeres Schwarz-Weiß-Denken. Im Vordergrund bei diesem Seminar steht natürlich, wie kann man denn damit umgehen? Wie wirkt sich das auf pflegerische Beziehungen aus? Wie kann man, man beschreibt das dann oft so als Widerstandsverhalten oder als Abwehrverhalten. Ja, und ich weiß nicht, ob es das richtig kennzeichnet. Sondern es ist ja nicht so, dass der andere mir übel will oder dass er irgendwie eine negative Disposition hat, sondern er hat keine anderen Möglichkeiten, seine inneren Veränderungen in jeglichen Kontakt einzubringen, unter anderem auch in den pflegerischen Kontakt. Daher ist die Aufgabe der Pflegenden, ich würde das mal so ausdrücken, sich auf die Seite des anderen zu stellen, also eher zu gucken, wie kann ich mich zum Verbündeten dieser Person machen. Ja, wie kann ich so in seinen Schuhen gehen, seine Position mit einnehmen, um zu schauen, dass wenn ich sozusagen mich in eine ähnliche Grundverfassung ein Stück weit begebe, zumindest kognitiv, ich schauen kann, wie bieten sich von da ausgehend mögliche Lösungen oder Strategien an. Also nicht so sehr in die Korrektur zu gehen, in den Widerstand, in den Kampf, sondern eigentlich eher in das Verständnis, in die Empathie. Also mich zum Verbündeten der Person machen und nicht zu ihrem Gegner. Und dies würde ich mit Ihnen dann gerne an bestimmten Fallbeispielen durchexerzieren, wie das eigentlich konkret aussehen kann und wie man eigentlich eine Gegenpositionierung zu dem anderen in der Pflegesituation vermeiden kann. Also eine maximale Flexibilität im Arrangement der Pflege als Grundprinzip, wie ich Pflegesituationen angehe. Ja, vielen Dank und ich würde mich freuen, wenn Sie sich für diese Fortbildung interessieren. Vielen Dank.